Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute probiere ich was aus, wieder mal mit Zucchini. Haben wir wieder dieses Jahr viel Zucchini. Und sowas habe ich uns zum Mittagessen zubereitet. Einmal Zucchini-Röllchen, so gebacken. Und einmal mit Blätterteig, so gedreht. Und beide Varianten habe ich schon probiert. Beide schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss ehrlich sagen, dass dazu passt ein kühles Bierchen oder Glas Weißwein. So, liebe Freunde, wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese zwei Varianten von Zucchini zubereitet haben, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! So, liebe Freunde, ich habe schon mehr oder weniger meine Zutaten vorbereitet und stehen schon auf dem Tisch. Wir brauchen Zucchini in so eine ganz dünne, biegsame Streifchen. Und die kann man oder mit den Schäler machen. Und ich habe von vielen Jahren auf so ein Haushaltsmesser so ein Messer mir geholt. Und hier kann man sogar einstellen, die Dicke von dem Gemüse, was du willst, schneiden. Zwei verstellbare. Und dann schneide ich dann so und habe dann so ein schönes Streifchen. So, aber ich werde erstmal lassen, vielleicht reicht es mir, dass ich nicht zu viel vorarbeite. Und dann möchte ich gerne zwei Varianten machen. Einfach nur Zucchini-Röllchen in so eine kleine Auflaufform und dann noch mit dem Blätterteig. Wie so nicht die Rosen, sondern auch nur so gerade gerollt, aber in Blätterteig wird überbacken. Und mache das alles beides gleich in den Backofen und die brauchen fast das gleiche von der Temperatur und der Dauer. So, ich werde die füllen mit den Schinken, ganz dünne diese Schinken und Emmentaler Käse. Käse könnt ihr nach eurer Art und wie ihr es gerne mögt nehmen. Dann habe ich mir vorbereitet noch Paniermehl. Paniermehl können wir gleich auch ein bisschen würzen. Zum Beispiel irgendwelche eure Lieblingskräuter. Ich habe so ein Mischungskräuter und ein bisschen mit Salz mir gemacht. Hier gebe dazu. Und dann kann man auch Pfeffer und Chili. Ich mache jetzt Cayenne-Pfeffer mit Chili-Mischung so ein. Dann ein bisschen noch schwarze Pfeffer aus Gemüse. Vermischen wir das so. Und kann man auch gleich ein bisschen Salz dazu geben, dass wir nicht die Zucchini müssen ansalzen, sondern gleich Salz hier in den Paniermehl. Und dann geht das ganz, ganz einfach. Noch ein Teller mit Öl. Ich habe jetzt Rapsöl mit Olivenöl gemischt. Und dann wird ein Blättchen in den Olivenöl erstmal getaucht. Nur so ein bisschen. Eventuell kann man die bestreichen auf dem Teller. Nicht zu viel machen. Und dann Paniermehl. Muss mir ein bisschen hier Platz mehr machen. So, legen wir das drauf. Legen wir noch eine Scheibe Schinken. Wenn es zu schmal, kann man sogar zwei nebeneinander oder überlappt machen. Wie zum Beispiel die. Dann drehe ich die dann so um. Dann habe ich ein bisschen mehr davon. So. Und eine Scheibe Käse. Und rolle das zusammen. Wie viel Füllung ihr da reinmacht, natürlich euch überlassen. Naja, zwei doppelte. Bisschen doch zu dick. Mal schauen, wie steht es in meine Form rein. Und die Form muss man auch unbedingt ein bisschen mit Öl bestreichen. Und stellen wir da rein. Ungefähr so. Erstmal mache ich jetzt genug Röllchen. So, und so geht es weiter. So, meine Lieben, ich habe schon vorgearbeitet, mal so probiert. Wenn wir überlappt
machen, Zweier, es ist zu hoch und geht auseinander, sieht nicht so schön aus. Wenn man nur eine Scheibe nimmt, sieht viel schöner und einfacher zu arbeiten. Es kann man natürlich Ende mit dem Zahnstocher festmachen, aber es geht wirklich auch so. Ich fange von der schmaleren Seite und ein Käsestück und rolle zusammen. Dann sieht es so aus. Welche Seite besser ist, stellen wir einfach in unsere Formchen. So, noch einer passt mir da rein und dann habe ich den Auflaufform fertig. Und wir können schon Backofen anmachen zum Vorheizen auf 170 Grad. Ober-Unterhitze stelle ich erstmal. So, und jetzt werden wir noch machen mit dem Blätterteig. So, das Öl brauchen wir und werden wir unsere Zucchini ein bisschen anstreichen, dass die dann oben nicht schwarz sind, wenn wir die einfach so nehmen. Deswegen Öl hier wichtig, dass oben unsere Zucchini nicht verbrennen, was da rausguckt. Und dann haben wir auch unsere Reste hier weg. Ich habe nun große Muffinsform für 12 Stück und ich möchte beide Sachen gleich in die Backofen stellen. Und das passt es nicht. Und deswegen nehme ich so eine Form. Es ist nicht direkt Muffinsform, aber ich hoffe, das wird es klappen. Und erstmal werde ich ein bisschen Öl geben, dass ich dann am Ende besser mein Gepäck rausbekommen kann. Bestreichen wir gut. So, und da habe ich mir so gedacht, ich habe jetzt meinen Blätterteig auf 4 Teile geschnitten und etwas kürzer, weil ich möchte dann die 2 Teile zusammen machen, dass es nicht zu dick wird. Und dann auf eine könnte mal zum Beispiel, habe ich gedacht, von meinem selbstgemachten diese Rhabarber-Ketchup mache. Einfach ein bisschen experimentieren. Dann lege ich da Scheibe Zucchini, dass sie ein bisschen so über den Teig rausguckt. Und das kann man wirklich oder mit dem Wurst oder nur mit dem Käse machen. Dann klappen wir die andere Hälfte von dem Teig nach oben. Ja, mein Teig liegt erstmal etwas schon länger auf dem Tisch, deswegen ist er schon weich und klebt. Das ist nicht so ganz super. Und dann rollen wir zur Säule auch Rollchen. Mal schauen, was es wird. So, korrigieren. So sieht das aus. Und dann stelle ich das in meine Form. So ein bisschen Eindruck. So, ich glaube, das wird schon. Bisschen experimentieren. Am Ende sage ich euch, wie es ist. Wirklich geschmeckt hat. Aber ich denke schon, alle so gute Sachen, was wir reinmachen, es wird schon schmecken. Kann man Ketchup nehmen oder nimmt man gar nichts. Die Seite ist schöner. Ich mache ein paar nur mit Käse für meine Enkelin. Die ist kein Fleisch und die kommt heute. Deswegen bekommt sie die. So, mache ich erstmal alles fertig und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, bin ich fertig, habe ich jetzt hier so gemacht und hier im Blätterteig sieht es so aus. Und jetzt geht es in den Backofen. Ich habe meinen Backofen angemacht auf 170 Grad Ober-Unterhitze und stelle ich dir für ungefähr so 20-25 Minuten. So, meine Lieben, schaut, wie es nach 30 Minuten aussieht. Die sind nicht so knusprig oder kann man noch kurz Grill anmachen. Upsala heiß. Und das knuspriger wird, weil natürlich ist es auch kein Teig. Hier ist knusprig, weil es Teig ist. Aber schaut ihr, wie es alles so schön aussieht. Ich habe jetzt 20 Minuten Ober-Unterhitze gemacht und dann 10 Minuten habe ich Umluft angemacht. Aber bei 170 bin ich auch geblieben, dass es ein bisschen so knuspriger wird. Musst ihr schauen nach Art eures Ofen. Vielleicht kann man gleich Umluft nehmen und so bei 160 Grad oder 170 Grad gleich Umluft 20-25 Minuten backen. Aber jetzt werden wir es mal probieren. So, jetzt werden wir es probieren und holen wir uns einen davon und einen auch davon. Ach, geht sehr gut aus.
bisschen weg, ist alles heiß. Dazu habe ich auch ein bisschen Tomatensalat gemacht, weil Zucchini und Tomaten passt das gut zusammen. Und natürlich, wir werden jetzt auch probieren, wie es schmeckt und wie es das durch ist. Hier Zucchini. Ja, wegen Schinken schneidet es sich etwas schlechter, aber sonst ist alles schön durch, weich. Jetzt Kostprobe. Durch den Schinken richtig schön würzig, schmeckt wunderbar lecker. Und jetzt mit dem Teig. Geblähter Teig ist so durchgezogen mit dem Geschmack von dem Gemüse und Käse und Fleisch. Hier habe ich Kochschinken auch reingemacht. So, liebe Freunde, ich habe es für euch probiert. Es tut mir leid, dass ich kann euch nicht durch die Kamera reichen, das zu probieren. Schmeckt lecker und ich kann euch nur empfehlen, mal ein bisschen experimentieren, was mal was anderes machen. Geht nicht kompliziert, einfach und ich muss ehrlich sagen, auch schnell. Es schmeckt gut, was will man dann noch mehr? So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!